Oh mein Gott, ist das schön hier. Ja, von hier aus hat man definitiv eine wunderschöne Aussicht. Aber schau dir die Stadt an. Oh nein, so dicht, was ist das? Das ist Smog. Die Bewohner von Bischkek atmen diese verschmutzte Luft jeden Tag. Jeden Tag? Können sie wirklich so normal leben? Leider müssen sie das. Was ist der Smog? Smog ist eine Form der atmosphärischen Verschmutzung, die durch die Vermischung von Nebel und Rauch mit chemischen Substanzen in der Luft entsteht. Das Wort Smog setzt sich aus den Begriffen Smog, Rauch und Fog, Nebel, zusammen. In Bischkek entsteht Smog durch verschiedene Quellen wie Verkehrsemissionen, industrielle Prozesse und Verbrennung von Abfällen. Das ist ein Diagramm der Luftverschmutzung in Bischkek für drei Winter. Die Norm sollte 25 Mikrokilogramm nicht überschreiten. Aber wir können sehen, dass beispielsweise in Bischkek im Februar die Norm leicht überschritten wurde und im Dezember und Januar die Luft bereits gefährlich für Menschen war. Всем здравствуйте! Сегодня мы возьмем интервью у преподавателей и студентов университета БГУ на тему СМОК. Guten Tag! Heute werden wir Interview ablegen, Lehrer und Studenten der Bischkek-Städtliche Universität zum Thema СМОК befragen. Was denken Sie, was ist СМОК und wie wirkt es sich auf Menschen aus? Nun, СМОК, das ist nicht so gut, das ist schlecht. Darüber sprechen wir schon einige Jahre in Kirgisistan, ja? Und doch... Die Regierung bemüht sich, etwas zu machen. Dieses Jahr ist nicht so stark Smog, oder stark? Das ist stark, ja. Smog. Начну с себя, наверное. Я, у меня болезнь астмы, и я вот не могу прям точно сказать, что вот от смога у меня вот не могу дышать, у меня кашель. Может быть, в нашем городе не такой большой уровень смога, да? Но да. Wie beurteilen Sie die Auswirkung von Smog auf Ihre Gesundheit und die Gesundheit Ihrer Familie? Ja, wie gesagt schon, für unsere Gesundheit Smog natürlich wirkt sehr schlecht. Wir bekommen Lungenkrankheiten und ja, für mich persönlich, ich denke daran und für meine ganze Familie natürlich. Das ist unsere Luft ist sehr verschmutzt. Ну, вот в верхах, я думаю, более такой воздух очень чистый, но я думаю, сейчас очень сильно идет загрязнение воздуха, и это отрицательно влияет на здоровье людей в целом, мне кажется, не только моей семьи, но и в целом. Обращаете ли вы внимание на транспортное значение по борьбе со смогом? Да, обращаю. Я водитель, и я всегда слежу за своей машиной, ну, чтобы такого выхлопного газа там и так далее, ну, меньше было уровень газа. Да, обращаю. Мне кажется, люди должны переходить на велосипед, потому что вы же видите, что в городе большинство людей передвигается на автомобиле, который вызывает, ну, смог. Мне кажется, люди должны переходить на более экологический вид транспорта. На велосипед должны переходить и на автобусы и троллейбусы. Спасибо. Так мы уменьшим количество пробок и улучшим состояние экологии нашего города. Der Grund für die Entstehung von Smog sind zweifellos menschliche Aktivitäten, Kohleverbrennung, Transport, Wärmekraftwerke und Laubverbrennung. Das Verbrennen von Blättern stellt eine große Gefahr für die menschliche Gesundheit und die Umwelt dar. Das Verbrennen führt zu einer Verschmutzung der Atmosphäre, des Wassers und des Bodens.
Die Gefahr besteht darin, dass es zu einer unkontrollierten Verbrennung kommen kann. Bei der Verbrennung wird Benzofuren freigesetzt, das bei Menschen Krebs verursachen kann. Dioxine, einer der giftigsten Stoffe für den Menschen, gelangen mit dem Rauch in die Luft. Kohleverbrennung. Abhängig von den Verunreinigungen können Schwefeldioxid, Beryllium und andere gefährliche Stoffe freigesetzt werden. Intensiver Verkehr. Abgase verursachen die Bildung einer ätzenden Wolke, zu der Gummipartikel hinzukommen, die beim Reiben der Reifen auf dem Asphalt entstehen. Dieses Gas dringt leicht in die Lunge ein, schwächt das Immunsystem und trägt zu der Entstehung von Erkrankungen der Atemwege bei. Flugasche aus Wärmekraftwerken belastet die Umwelt und verstärkt den Treibhauseffekt. Privathäuser werden oft mit Festbrennstoffen geheizt, haben geringe Rohrhöhen und ein mangelhaftes Abgasreinigungssystem. Wie bereits erwähnt, sind Autos die Hauptquelle für Umweltschutzung, die Ursache vom Smog. Daher setzen wir dafür uns ein, dass mehr Auto auf das Fahrradfahren umsteigen. Ich achte, dass immer mehr Schüler mit dem Fahrräder zur Schule fahren. Und unser Gymnasium kümmert auch über unsere Luft und hat diese Parkplätze gemacht. Unsere Klasse ist wirklich leidenschaftlich im Umweltschutz engagiert. Neben unserer wöchentlichen Reinigungsaktion auf dem Schulgelände haben wir auch aktiv dem Kompostieren von Biomüll verschrieben, um das Bewusstsein für die natürlichen Auswirkungen unserer Handeln zu erhöhen. Smog ist kein natürliches Phänomen, sondern eine Folge unseres Handelns. Atmen Sie saubere Luft, vergiften Sie nicht Ihre Lungen. Wir möchten saubere Luft atmen. Wir sind keine Ausnahme. Geben wir unserer Welt eine Chance. Wir wollen Hunger.